Ja, moin, moin, das ist die Axt im Walde. Wir spielen The Forest und ihr guckt, was ist neu in The Forest. Diesmal in der Version 0.44, wozu es bereits ein Update gab auf 0.44b und ein Update auf 0.44c. Ja, was tut das Update oder was tun die Updates? Ein bisschen Kleinigkeiten beheben, wie das eben so üblich ist. Unter anderem auf die Kletteraxt, die mit dem 0.44-Update funktionslos geworden ist. Das haben die Entwickler wieder behoben. Ja. Bevor wir jetzt zu den Neuerungen aber eigentlich kommen, noch eine Kleinigkeit. Ich denke mal, das interessiert hier schon den einen oder anderen. Vor allem, weil das jetzt auch vor kurzem letztens auf meinem YouTube-Kanal angesprochen wurde. Ja. Warum beinhalten die Updates jetzt eigentlich so wenig Inhalte? Ja, ist auch eine berechtigte Frage. Und ich denke zurück hier an, sage ich mal, 2 Jahre gut, ja, anderthalb auf jeden Fall auch. Und in den Steam-Foren ging es da ziemlich rund, ja, die Leute meinten so, warum ein Update? Alle 3, 4, 5, 6 Wochen, so geht das nicht. Wir brauchen Updates in kürzeren Intervallen. Ja, haben wir jetzt, ne? Updates in kürzeren Intervallen, dafür bleiben aber die Inhalte aus. Ist ja auch klar, von nichts kommt nichts. Ja, mal gucken, wo das hinführt. Ich denke mal, die Entwickler möchten da vielleicht auch ein bisschen Abwechslung einbauen. Aber wie gesagt, gucken, was mal kommt. Ja. Und ja, theoriemäßig sind heute erstmal neu. Die Seile wurden im Grundlegenden überarbeitet für The Forest. Das betrifft nun auch die Baumhäuser. Ja, das heißt, habe ich hier ein Baumhaus bereits gebaut, ist das Baumhaus so wie das ist. Baue ich aber in der Version, in der neuen Version, ja, ein Baumhaus hin, habe ich jetzt die Möglichkeit, wenn die Blaupause auf dem Baum oben klebt, habe ich jetzt hier die Möglichkeit, mit der Taste R umzuschalten zwischen, ich will ein Baumhaus mit Seil oder ich möchte ein Baumhaus ohne Seil. Entscheide ich mich dafür, dass das ohne Seil gebaut wird, kann ich das nachher auch noch dran pappen. Jo. Das ist es mal im Großen und Ganzen so, den Seilen und den Baumhäusern. Die Gegner-KI wurde auch ein bisschen wieder mal verbessert, genauso wie die Pfadfindung, und die Entwickler meinen, dass es diesmal so genial abgelaufen, dass hier mehrere hundert Megabyte, ja, mehrere hundert Megabyte eingespart werden konnten an Speicherverbrauch. Jo. Ist in Ordnung. Gucken wir mal, wie sich das äußert. Ich suche mir hier jetzt erstmal für das erste Teil, das wir hier zeigen können, ein kleines Steinchen. Nee, das ist ein Pilz. Ja, ein kleines Steinchen. Ja, ich denke mal, den Entwicklern geht es wahrscheinlich wie mir. Die denken sich so, nee, es kann doch nicht immer alles nur ernst sein. Bauen wir doch auch mal zur Abwechslung ein bisschen was ein, das hier Spaß macht. So, und wo ist jetzt der kleine Stein? Ja, hier. Es gibt sogenannte Partikel, nee, andersrum, Spritzwasserpartikeleffekte gibt es hier. So, hier ist mein Fadenkreuz. Und ich werfe auch mal den Stein hinein. Ja. Ja, das ist jetzt natürlich nicht so schön gewesen. Wir probieren das nochmal. Ja, ihr habt das gesehen, das ist jetzt hier erst vorne und dann hinten nochmal aufgeschlagen, das kleine Steinchen. Und das sind die sogenannten Spritzwasserpartikeleffekte. Ja, ist eine nette Sache, nichts Großartiges, sind wir uns doch mal ehrlich. Ja, aber ist nett, Spritzwasserpartikeleffekte. Ja, Wässerchen, ihr wisst doch, damit geht's bei mir immer. Eine Änderung hat es gegeben hier bei den Gärten. Ich kann hier mit der Taste R noch immer umschalten zwischen den einzelnen Samentypen, die ich hier im Inventar bereits verfügbar habe. Und anstatt, dass das bisher mit der Taste E reingepappt wird in den Garten, in die Erde, das auch hier zu sehen ist, das jetzt die Taste C. Jo, einfach mal ein paar Häufchen gemacht, ne? So. Auch eine neue Änderung. Habe ich hier eine Waffe, die bereits über Upgrades verfügt, ja. Und ich sag einfach mal, boah, ey, komm, das gefällt mir nicht. Oder so kann ich das nicht brauchen. Lege ich mir genau diesen einen Gegenstand, ja, auf die Matte. Und bekomme auch automatisch direkt mal angezeigt, Disassemble. Was ist denn Disassemble? Das ist auseinandernehmen. Ja, mit der Taste C, ihr habt das gesehen, das pappt auch hier einfach mal ratzfatz runter, fällt hier ab, als wäre es nichts gewesen.
und ich bekomme oder ich habe auch bekommen ein bisschen was zurück von meinen Ressourcen. So. Ja. 1, 2, 3, 4. Ziehe. Und ich sag mal, nehmen wir auseinander. Was habe ich bekommen? Ich weiß nicht, ob ich jetzt was zurückbekommen habe. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die Entwickler sagen, 40% bekommt man hier zurück. Von den Ressourcen, die man ursprünglich raufgepappt hat. Und dann wieder abnimmt. Jo, und das ist die letzte Neuerung hier in der neuen Version von The Forest. Ja, es sieht nicht gerade spektakulär aus. Ja, ihr seht das auch vom Symbol, das gefällt mir. Fällt mir gerade auch jetzt eben erst auf. Ich habe hier einen Hasen, ich habe hier einmal ein Wildtier und einmal ist das der Lurch. Jo, das ist ein sogenannter Fellhalter. Ja, ich kann das hier drauf pappen, die Sonne geht auch gerade ein bisschen unter. Das heißt, wir beeilen uns und je nachdem, an welcher Position man sich hier befindet, legt man hier mit der Taste C auch das dementsprechende Fell, in dem Fall nicht, das ist die Lorchhaut, aber sagen wir einfach mal Fell. Man legt das dementsprechende Fell einfach ab an der Position, wo man sich befindet und beziehungsweise wo dann auch die Taste C gedrückt wird. Und hier habe ich so einen Fellhalter, da ist dann allerhand Zeug drauf. Ich habe auch schon ein bisschen was gesammelt, sieht schick aus. Aber mir gefällt das jetzt gerade von der Helligkeit hier nicht. Deswegen mit der Mod-AP mal ganz kurz. Na, so nicht. Ja, so eher. Ja, das ist mal wieder schick. So sieht man schon ein bisschen mehr. Das ist hier der Fellhalter. Ja. Mod-AP übrigens. Ja, ich sag mal, ich habe auch ein neues Update reingepappt hier für die neue Version. Beziehungsweise für alle neuen Updates, die jetzt erschienen sind über die letzte Nacht. Und irgendwas ist da wohl kaputt. Ihr könnt das Spiel spielen wie auch immer, bis auf einen Unterschied. Blaupausen, die platziert werden, können platziert werden und das gewesen. Ihr könnt die Blaupausen nicht fertigstellen, ihr könnt die Blaupausen nicht entfernen. Ja, für alle, die eigentlich mit der Mod-AP spielen oder auch Interesse haben, die Mod-AP zu nutzen, jetzt in der neuen Version. Ich denke mal, da müssen wir hier unsere Kumpels aus dem Mod-AP-Forum nochmal kontaktieren. Das heißt, dass der Chef der Soul Trinker, der gute Philipp, vielleicht ist auch der Herr Manu zugegen, um das zu beheben. Ich weiß nicht mal, was das eigentlich auslöst. Aber Mod-AP in der neuen Version jetzt erstmal nicht funktionstüchtig. Dafür haben wir den Fellhalter. Und das kann ich auch wieder runternehmen, das Fell, und dann benutzen. Oder ablegen. Oder benutzen. Oder hängen lassen. Wie ihr wollt. Ja. Das auch schon wieder gewesen. In der neuen Version von The Forest mit der Axt im Walde. Ich sag mal, das gewesen. Ja. Ich wiederhole mich. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr hier Kommentare da lasst. Ja. Hier auf YouTube unten dran. Egal, ob das jetzt eine Kritik ist, ein Vorschlag und auf jeden Fall eines. Es gibt hier bei den Teichen. Das mit den Steinen übrigens, die Spritzwasserpartikeleffekte, die funktionieren nur bei Teichen. Mal so nebenbei. Nicht im Meereswasser drüben. Genau. Der Frosch kündigt sich an. Das ist ein Mysterium für mich. Wer hier jemals bereits einen Frosch gesehen hat, ich meine wirklich gesehen, hier im Wasser, der möge mir bitte einen Screenshot schicken, senden, bereitstellen, posten, was auch immer. Ist nicht das erste Mal, dass ich hier gucke und suche, wo ist der Frosch. Ich habe ihn bisher noch nie gefunden. Zu hören ist er. Ja, ja, das ist mal ein bisschen off-topic auch gewesen. Dafür, dass es nicht gerade viel an den Inhalten bei den Updates so gibt. Gut, das war's. Ne? Wir haben die Updates durch, die Neuerungen im Update durch. Und ich sag mal, tschüss, bis zum nächsten Mal. Das ist die Axt im Walde. Lasst mal was hören für euch. Ne? Alles Gute, bis dann.